Grüezi wohl all miteinander. So, und dann wollen wir jetzt mal gucken, was ich überhaupt machen muss. Keine Ahnung. Ich bin jetzt hier oben und da muss ich hin. Begutachten. In diesem Gerät werden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Ja. Eine Datei wiederhergestellt. Scanne Datenpunkt. Achso, bestimmt hier, ne? Mal schauen wir einfach mal. Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Ted Farrow hat Elisabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Das mag ja sein. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Oh, oh. Was ist denn da nicht drin? Der kleine Maschinenkern, komm, der kann mir gestohlen werden. Ja, das ist nicht so schlimm. Nächste. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, es. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Nee. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du? Liz, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Okay. Tja, und jetzt? Ne? Auf der Erde bedroht? Aber so. Irgendwie hat sie sie besiegt. Nein. Die Alten ging unter. Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Sehe ich nicht ehrlich gescheuert aus. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Projekt Zero Dawn. Himmel ist. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das, Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Nein. Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz. Du musst mir nicht drohen. Ja, anscheinend doch. Ich unterschreibe. Ja, danke. Tschüss.
Sieh, jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Ja. Nein, ihr seid nicht prickelnd. Gott, vergib mir! Ey. Das wirst du eh nicht mehr miterleben. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Weit. Okay. Das war's hier. Einen Moment, bevor ich hier jetzt weggehe. Ja, ich hätte mich natürlich umgucken können, aber ich wollte die beiden im Visier haben. Und das ist viel interessanter als wenn ich hier. Aber nee, hier ist alles okay. Gut. Stopp, Mädel. Bleib locker. Oh, das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Oh, wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Ja. Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Ja, kann ich dir sagen. Du sollst physisch hier sein, nicht visuell, du Kasperbirne, damit ich dir einen reindrücken will. Kann, will. Ja, klar. Wenn du so klug bist, warum weißt du dann so wenig, nachdem du so lange im Dreck gewühlt hast? Ich kann nichts dafür, wenn du nichts drauf hast. Ich habe in den Ruinen nach Elisabeth Sobek gesucht. Nicht wegen der Dinge, die damals passiert sind, sondern weil es Leute gibt, die mich töten wollen. Heute! Ich habe größere Probleme als diesen Mist von dir. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es inzwischen vom Jammern zu einem Wutanfall gebracht. Elisabeth wäre bestimmt stolz. Du musst dich zusammenreißen und endlich klar denken. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobek. Aber kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Genau. Nicht so schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Mhm. Genau, hier. Hier. Und du weißt schon länger, dass die Pharaoh-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus-Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher waren das auch alles beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein. Redet ist, geh endlich los. Oh nein. Ich fange jetzt erst an.
Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen. Und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht. Beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. Soweit ich sagen kann, befolgt die Eclipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eclipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, ein Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ, das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elisabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eclipse Pharaoh-Roboter. Doch wenn Elisabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Persönlich? Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte, Sucher nach altem Wissen, wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eclipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eclipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal, Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eclipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist kompliziert. Mhm. Gut. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elisabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Mhm. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutika zumeist, ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Einfrieren von Menschen? Kryogenik nannten sie das. Aber es gab Probleme damit. Bei Elisabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Ja. Doch das ist Spekulation. Hm. Zeitverschwendung. Mm-mm. Auf keinen Fall. Ja, ich bin fertig mit dir, Alter. Du kannst mich echt mal. Elisabeth sagte Ted Pharaoh, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Mhm. Grabhort? Heiterer Name. Naja. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Na, eines geil. Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Ja, dann kriegst du sowas von einem reingekleistert. 7. Ja, ich weiß nicht, was ich mit dem Schnauze halt. Runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Ja, so, jetzt werden wir mal gucken. Nein, im Grenzgebiet. Ich will aber trotzdem mal was anderes gucken. Das sind die Hauptdinger. Jägersitz. Begib dich nach Ödlicht. Triff dort Talana. Ja, die haben wir auch noch. Und ein Moment ist von... Ja, ist dann eine andere Richtung. Jägersitz. Waffen der Loge. Ja, das mache ich auch noch. So, wo ist das? Ach, kann ich jetzt nicht. Roboter, nein!
Die Geheimnisse. Ist das nicht geil? Boah, das kann doch nicht die Wahrheit sein. Muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen? Nein. Boah. Boah, hätte ich mal einen Red Bull getrunken, ey. Der verleiht Flügel. Ja. Herrgott nochmal. Meine Güte, ey. Ja komm, salmen wir mal einen ab. Ordentlich. Ja. So ein 500 Meter Seil, das packt schon mal. So. Begib dich. Nein. Das ist ja genau das, was ich nicht will. Grenzgebiet? Nein. Jägersitz? Ja, genau. Immer noch nicht. Achso, guck mal, hier geht's. Hui. Ja, das macht natürlich Laune, das ist richtig. So, was haben wir hier noch? Hier geht's runter. Ja, dann machen wir das doch. Ja, jetzt friert sie wieder, ist klar. So. Jetzt kann ich ja wohl, ne? Oder? Wo ist denn... Ach, guck mal, hier ist das... Ne. Wo ist denn das? Da. Ach, Gott sei Dank haben wir hier noch ein Feuer. Ja, und dann... Ja, alles andere ist dann hier in diese Richtung. Genau. Zack, 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 hier. Ja, aber ich muss natürlich... Oh, guck dir das mal an, was ich hier alles noch muss. Oh, Mann, 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 oh, Mann. Ja. Aber ich will jetzt erstmal, genau, dahin. Und dann kriegen wir das auch schon hin. Ja, 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 ja. 23.23 Uhr. Schöne Wurst. Herrlich. Ja, ja, neues Spiel plus. Da oben steht's. Ja, ich habe das Spiel schon einmal durch. Und ich habe es kotzen gekriegt dabei. Ehrlich, Leute. Oh. Aber es, deswegen hatte ich auch abgebrochen. Und, ja. Ich komme jetzt besser klar, auch mit den Waffen, mit der Handhabung. Ja, ich brauche halt ein bisschen länger. Das ist halt ja eben so das einzigste Spiel, weil ich wirklich durchgespielt habe. Das war Schatten des Krieges, war das. Das habe ich gar nicht vorgetan. Ein bisschen angezockt dann nur, aber mehr auch nicht. Das wird doch langsam so. Zeit. Hier da kommen noch mehr Grauhabichte. Was? Sag an. Wo? Na dann kommt mal her. Wieso treffe ich die nicht? Das meine ich. Thank you.
steigst nicht mehr. Nein, hat sich erledigt. Boah. Ja, ich sage Flieger und ich. Da werdet ihr euch noch sowas von kaputt lachen. Absolut. Null. Null Chance, ehrlich. Flieger. Wenn ich nicht die Konzentration für mich entdeckt hätte, dann wäre das echt, echt mies gewesen. Das sollte es wohl gewesen sein. Nein, es kommen immer noch mehr. Die Soldaten in Morgenwacht bekämpfen sie schon nicht einmal mehr. Mhm. Es scheint, sie kommen vom Fluss aufwärts. Ich könnte nach dem Ursprung suchen, aber wenn mehr kommen... Ich passe hier auf. Du gehst los. Gut. Ich dachte, du wolltest das zu zweit machen. Du brauchst keinen, der Händchen hält. Nee, nicht wirklich. Oh Mann. Okay. So. Ich muss... Ey. Da muss ich lang. Und bleib sein. Ich komme gleich wieder. Jetzt kommen garantiert noch mehr Grau, habe ich dir ja logisch. Das ist ja eine Quest mit viel Grau, habe ich nicht. Da hinten sind sie schon. Oder? Ich höre die doch schon. Ja, oder meine ich das nur? Oder kriege ich jetzt... Ach du Scheiße. Plünderer. Und Grau habe ich da. Halleluja, da bin ich verloren. Kann ich auch gleich sagen. Das ist, sag ich doch. Okay. Oha. Na klar, sicher, logisch. Ja, warum nicht noch mehr? Oh, die sind gerade um. Mehr Grau habe ich da. Schnell feuern. Ja, ja, du kannst mich ruhig mal treffen. Eine feige Sau. Herstellen. 1, 2, 3, fertig. So. Was haben wir zu tun? Überall Schnappmaulkadaver. Alter! Ein Wunder, dass die Grau habe ich die hierher wollten. Wieso wollen die hier hin, wenn hier Schnappmäuler liegen? Ach, der Kühlsaft, nehme ich mal an. Ja. Alter, so viel Schnappmauldinger. Kühlsaft kann ich wirklich drauf verzichten. Ja, jetzt im Moment auf jeden Fall. Es ist... Halt! Wo? Und das Anfänger hier? Hinterlassen deutliche Spuren. Mhm. Diese Jagdunterstände da oben konzentrieren das Feuer auf ein Ziel und machen es unmöglich, sich zu verteidigen. Es ist eine Falle. Eine verheerende. Ja. Ja. Gucken wir mal. Was ist das hier? Zünder. Nee, Kühlsaft. Moment, ich guck mal eben. Sorry, Leute, aber nicht, dass ich mich jetzt hier verhau. Nee. Warte mal. Kühlsaft, habe ich gesagt, ne? Sorry. Kühlsaft.
Kühlsaft. Oh, nee, doch nicht. Oi. Oh. Nein. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich muss mir Platz schaffen für Kühlsaft. Rohstoffe. Obwohl, ne, so 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 Kühlsaft. Also, das ist jetzt nicht gerade wenig, aber trotzdem brauche ich Platz. Nix doppelt. Ich habe nichts doppelt. Ach du Scheiße. Ja gut. Achso, halt hier hoch. Sekunde. Oh, ja. Es ist mal wieder soweit. Ja, ihr seht es selbst. Später natürlich, ja. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, lasst einen Daumen nach oben da und ja, euer Support wäre echt geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Kostet nicht viel. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und bye bye.